Warum ist der Rücken nass? Weil sie draußen gestanden hat und es geregnet hat. Ah, man kann so viel lernen von dir, Helene. Ich glaube, du kannst von den meisten Leuten sehr viel lernen, wenn deine Frage ist, warum ist das Pferd nass? Hallöchen! Helene, hallo! Na? Pierre, mein Name. Ja, ich bin Helene. Hallo Helene. Das ist jetzt kein Outfit, das du jetzt aus Hipstergründen trägst. Du hast ein Pferd? Ja, ich will jetzt zu meinem Pferd und es ist im Moment matschig, deswegen habe ich Gummistiefel an. Aber ein Pferd ist auch einfach eine sehr gute Ausrede, um im Alltag die ganze Zeit Gummistiefel zu tragen. Ah, sehr gut. Trägst du gerne Gummistiefel? Magst ja. du das schwitzige Gefühl der Füße? Nee, das nicht, aber dieses Gefühl der Unverwundbarkeit. Weißt du, es ist egal, was hier unten ist. So, das hat alles nichts mit mir zu tun. Ich wandle da einfach drüber. Wunderbar. Okay, dann lass uns... wie groß ist dein Pferd? Ist es ein gefährliches Pferd? Ist es ein Wallach? Ein Schimmel? Oder ein goldener Reiter? Du hast keine Ahnung von Pferden, absolut. Oder? Ja. Also es ist ein Islandpferd und das ist 1,35 Meter hoch. Damit ist es nach deutschem Recht ein Pony. Also bis 1,40 Meter ist man ein Pony, egal wie sehr man sich anstrengt. Das heißt, Peter Maffay ist ein Pony? Nach deutschem Recht. Vermutlich. Es gibt wieder Ärger. Ja, dann, ich bin total gespannt. Ich mag ja Tiere sehr gerne. Ich mag Tiere auch ein bisschen lieber als Menschen, ehrlich gesagt. Ja, was das jetzt... geht mir auch so. Deswegen habe ich mir auch ein Pferd gekauft und kein Kind gekriegt. Darf man eigentlich auf dem rechtlichen Pony reiten? Oder darf ich nur, wenn ich Isländer wäre, auf dem Pony reiten? Also auf Island werden die auf jeden Fall von allen Erwachsenen auch geritten. Oha. Da kommen die aber auch, wenn sie kaputt sind, in die Wurst. Stört es dich, wenn ich rauche eigentlich? Nein, überhaupt nicht. Ich habe dich aber noch nie im On rauchen sehen. Mhm. Ist das eine Premiere gerade? Ich glaube. Ja, schon, ne? Das Ding ist, ich rauche immer wie jemand, der das zum ersten Mal macht. Ehrlich gesagt, ja. Ja. Ich habe schon mehrere Leute gebeten, mir mal zu zeigen, wie man cool und lässig raucht. Und die haben alle aufgegeben. Ja. Also, ich rauche einfach immer noch, als wäre ich 12. Ja. Plus, man kriegt ja auch häufig Ärger dafür. Deswegen habe ich sonst immer so drauf geachtet, das nicht zu machen vor der Kamera. Aber inzwischen denke ich mir, dieses Jahr war so scheiße. Ja. Ich rauche. Ja. Bitte lebt damit einfach. Und rauchst du auch, seit du 12 bist? Nein. Wir müssen kurz stehen bleiben. Ich kann nicht gleichzeitig laufen und diese Zigarette anmachen. Das ist also völlig verständlich. So koordinativ stellt mich das vor Herausforderungen, die ich nicht bewältigen kann. Soll ich dir helfen? Soll ich irgendwie Stöckchen aneinander reiben oder so, bis Feuer entsteht? Guck mal, jetzt ist die nämlich an. Ich bin jetzt so gespannt, wie du rauchst. Ja, stimmt. Bei der Gelegenheit? Ja. Was? Ei, stimmt. Jetzt haben wir gerade gesehen, dass du eine Marke rauchst. Und ich habe gerade den Hinweis bekommen hier. Und ich dachte die ganze Zeit, der macht, bist du blöd. Jetzt, ich habe ja eine Mütze von an, die ich eben gekauft habe. Mhm. Und da müssen wir das Logo überkleben. Deswegen habe ich jetzt für Aldi Drehs, Aldi habe ich gesagt, Aldi darf ich auch nicht sagen. Für Lidl-Drehs habe ich mir jetzt vorgenommen, dass man gar keine Logos mehr sieht. Deswegen überklebe ich jetzt einfach hier das Logo. Hast du auch Logos? Sollen wir das auch überkleben? Das geht auf gar keinen Fall. Ja, oder willst du das selber machen? Nee, mach du. Ja, nicht, dass es später wieder ich heißt. Ich mach gar nichts selber, was ich nicht selber machen muss. Das ist die richtige Attitude. Ja. Sehr, sehr gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Was kostet ein Pferd eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Ist es ein Leasingpferd, ist ein Gebrauchtpferd oder ist ein? Ist ein Gebrauchtpferd, genau. Ah, hat schon Kilometer drauf. Und ich habe natürlich auch die Angst, dass irgendwie Leute so denken, oh, jetzt ist sie die Künstlerin und gerade arbeitslos, warum hat die jetzt ein Pferd? Aber
ein Pferd, also ein gebrauchtes Pferd, ist eigentlich gar nicht so teuer, wie man denkt. Ja. Unter dem Vorbehalt, dass man es nach dem Kauf direkt in ein nahegelegenes Waldstück führt und dort erschießt. Also eigentlich die Folgekosten sind deutlich höher als der Anschaffungspreis. Kann Fina uns schon hören oder so? Hunde checken das ja vorher, wenn das Herrchen kommt. Je nachdem, wie motiviert sie an dem Tag ist, kommt sie dann auch manchmal schon Hallo sagen. Aber sie kann sie sprechen? Nein. Okay. Ich vermenschliche dieses Tier total. Sie kommt dann an und guckt ungefähr so. Und ich denke dann, dass das heißt, oh, hallo, da bist du ja. Ich freue mich. Aber in echt denkt sie vielleicht auch, oh, scheiße, schon wieder diese Frau. Fina, komm. Psst, 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 psst. Fina? 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 Fina, ist sie denn jetzt dran? Ist sie das da eigentlich, das braune? Nee. Ja, nee. Also. Nicht dieses hässliche braune Pferd. Mein Pferd liebt mich über alles und kommt sofort gelaufen, wenn ich hier ankomme. Wir können ja schon mal das Futter vorbereiten. Da kommt sie bestimmt. Wie hättest du denn gern den Apfel? Der ist auch das Pferd, ne? Ja. Ich schneide den Apfel immer in 8 Teile. Okay. Aber ich glaube nicht, dass sie nachzählt. Was ist jetzt das? Das Leinöl. Ist Leinöl. Oh, das ist aber sehr gut, weil durch das Leinöl wird das Carotin und das Vitamin D in der Karotte gebunden und das kann der Körper besser aufnehmen. Genau. Gott, das sieht aus wie ein abgeschnittener Finger. Oder ist es ein abgeschnittener Finger? Nein, oh mein Gott, ich bin ganz kurz. Habe ich wirklich Angst gehabt, weil ich spüre ja nichts mehr, seit ich beim Fernsehen arbeite. Ja, das ist eine wichtige Fähigkeit, dass man seinen Körper abschalten kann. Beim Fernsehen jetzt? Ja, ne? Mhm. Ja. Magst du Fernsehen eigentlich? Also ich finde es auf jeden Fall nicht schlimm. Also nicht schlimmer als andere Sachen. Wie zum Beispiel Weltkrieg? Genau. Okay. Oder Leben. Also manchmal macht es mir auch Spaß, wenn ich jetzt irgendwie in einer Show bin, wo die Stimmung gut ist und so. Und ansonsten denke ich auch manchmal, ja, das war jetzt nicht so schlimm. Also wirklich nicht schlimm. Da muss jetzt noch Wasser rein. Okay. Also ich würde jetzt den Wasserhahn aufsuchen. Ah, gibt's hier auch. Alle Tiere gibt's hier. Cool. Das sieht aber lecker aus. Ja, das wird noch besser. Das ist sowas wie so eine Art 5-Minuten-Terrine für Pferde. Also diese Brocken werden sich noch auflösen. Und dann wird das so eine Art Matsch. Ah, okay, dann ist es viel besser, wenn das Matsch wird. So. Es ist echt, es wird immer spannender, ne? Wir haben noch kein Pferd gesehen. Ja, es gibt auch gar keine Pferde. Ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt so eine ganz traurige, unangenehme Nummer wird. Das ist so ein verkleideter Hund. An dem ich erfahre, dass ich kein Pferd habe. Das ist mein Pferd. Oh, guck mal, wir haben die gleiche Frisur, wie süß. Ja, ich habe ihr die Haare geschnitten vor kurzem. Wirklich? Und jetzt sieht sie so aus wie so ein Kind, was vorne beim Busfahrer sitzt. Ist natürlich unangenehm, wenn man einen doofen Haarschnitt hat und dann kommt das Fernsehen. Ich weiß, das mache ich seit 15 Jahren. Ich weiß, wie du dich fühlst, Fina. Aber du hast eine Mütze. Ja, willst du eine Mütze haben? Dann müsste ich dir aber leider das Logo abkleben. Ist das dein Assistent, Lenin? So neugierig, kommt einfach dazu. Ich war schon immer dazu geboren, ins Fernsehen zu kommen. Tiere-Synchron. Oh, ein Diadem! Ist doch ein Diadem, oder? Oder ist es ein Diades? Ich weiß nicht, wie der Genitiv da ist. Komm. Okay, ich komm. Okay. Elektrozaun. Ja, Eli hat gerade schon eine Gemischung. Ersatz?
Gibt es auch einen Jazz-Zaun? Entschuldigung. Das ist kein Wortspiel. Wortspiel ist was anderes. Das ist zum Beispiel, wenn ich sage, oh, das ist aber too much. So, das wäre ein Wortspiel. Jazz-Zaun ist ein Gag. Du machst doch bestimmt auch mal Wortspiele. Komm. Ich finde, ein Wort klingt ein bisschen wie ein anderes Wort. Das reicht irgendwie nicht. Ich finde auch zum Beispiel Callbacks, also dass man dann noch mal Bezug nimmt auf irgendwas und dann lachen die Leute, weil das war schon mal da und sie erinnern sich daran. Also ja, aber, ich mache das auch, aber ich finde es so total seltsam, dass es funktioniert. Dass Leute dann noch mal lachen, nur weil sie sich daran erinnern, wie lustig das vorhin war. Aber damit beziehst du das Publikum mit ein und demonstrierst, dass du und das Publikum intellektuell auf Augenhöhe seid. Und das schweißt zusammen. Ja, weiß ich nicht, ob das demonstriert, dass man intellektuell auf Augenhöhe ist, wenn ich dabei denke, und jetzt lacht ihr gleich wieder, ihr Opfer. Wann hast du denn festgestellt, dass Leute über das, was du sagst, gerne lachen? Ah, stimmt, es war eine lange Reise, lass erstmal eine Rast machen. Wann habe ich das festgestellt? Also ich hatte eigentlich immer so Angst, vor Leuten zu reden. Und irgendwann dachte ich, ich mache das mal, weil ich so einen Kalenderspruch gelesen hatte, dass man die Sachen machen muss, vor denen man Angst hat. Ja, und dann habe ich halt so einen Auftritt mal gemacht, um mir zu beweisen, dass ich das machen könnte. Und da haben dann Leute gelacht. Und hattest du, also, weil das diese Magie, diese Attitude, die man da hat, nämlich eigentlich möchte ich gar nicht auf dieser Bühne stehen, die hilft da ja auch dabei, dass Leute lachen. Das ist ja auch oft so ein unterstützendes, bei Poetry Slams auch oft Mitleid. Ja. Wie erhält man sich das? Naja, ich habe schon immer Angst. Angst? Ja, und Angst hilft. Also ich habe schon vor jedem Auftritt Angst und habe auch so ein bisschen Bauchweh und muss mich überwinden. Echt? Mhm. Auch mit dem Programm, das du schon lange gespielt hast, wo du auch weißt, das funktioniert? Ja, weil ich immer denke, das ist jetzt viel zu lange gut gegangen. Ja, heute ist der Tag, wo sie es merken. Ja. Ist das Pferd ertrunken eigentlich? Pferde trinken sehr viel, gerade bei dem kalten Wetter. Ah, okay. Ja, ich habe versucht, ihr beizubringen, dass man sie so fragen kann, magst du den und den? Und dass sie dann so nickt. Aber wir sind sehr in den Anfängen dieses Tricks. Weil sie meistens so macht. Und noch kotzt. Ja. Fina, magst du den Pierre? Ja, den magst du. Nee, das war eher ein, wer ist das? Den magst du. Oh, danke, das kam von Herzen. Guck, sie mag dich richtig doll. Ach, schön. Aber machst du dir eigentlich so Gedanken drüber, wer dein Publikum ist? Weil viele sind da ja sehr, weil sie denken, das ist nicht mein Publikum, ich habe da so ein gewissen intellektuellen Anspruch oder irgendwie eine Humorfarbe, die nur ein bestimmtes Publikum erreicht. Oder ist es dir egal? Hauptsache, Leute kommen also, und zahlen. Mir ist es nicht egal, klingt so gemein. Nee. Aber ich finde halt diesen elitären Gedanken von wegen, meine Zuschauer sind nur das, meine Zuschauer sind nur so. Das finde ich so ein bisschen blöd. Also jeder, der da Freude dran hat, soll doch bitte in eine Comedy-Show gehen. Ich verdiene damit Geld. Und wenn da manche Leute sitzen, weil sie gerne sehen, dass ich Leggings anhabe, dann ist mir das so ein bisschen egal, ob die irgendwie mit komplexen Satzkonstruktionen überfordert sind. Das Geld nehme ich gerne trotzdem. Ja. Ja, also ich glaube, Fina braucht mal ein bisschen Bewegung vielleicht. Mhm. Willst du dich mal draufsetzen und dann laufen wir ein Stück? Ja, also wenn das für sie okay ist, sehr gerne. Ich glaube, Fina ist da völlig leidenschaftslos. Oh Gott, das ist... Kann irgendwas passieren? Kann ich sterben? Ja, auf jeden Fall. Also langfristig gesehen bestimmt. Erhabenes Gefühl, auf einem Pony zu sitzen. Ich finde es komisch, ich würde gerne lieber für dich irgendwie,
Aber gut, ist ja dein Pferd. Ja, du sollst auch mal was Schönes erleben. Oh, danke, Lene. Das ist ein total schöner Moment für mich. Also, es interessiert sie überhaupt nicht. Merkst du überhaupt, dass ich auf dir sitze? Ich glaube schon, dass sie das merkt. Aber sie ignoriert es völlig, ne? Ich glaube, solange sie Gras fressen kann. Ja, das ist das, ne? Dieses viele Gras macht gleichgültig. Ich summe oder singe auch immer ganz viel, wenn ich so alleine mit dem Pferd losziehe. Was summst und singst du? Also ich glaube, dass sie Präferenzen hat. Sie mag zum Beispiel gerne Itzi Bitsi Teeny Weeny Honolulu Strand Bikini. Während ihr anderes Lied gut weniger zusagt. Also ich habe jetzt tatsächlich als jemand, der mit 12 Jahren angefangen hat, Thomas Mann Bücher zu lesen, wenn du ja bist, nicht gerade Itzi Bitsi Teeny Weeny Honolulu Strandbikini erwartet. Es ist ein catchy Lied, so. Das macht auch Stimmung. Ja. Warst du denn eigentlich als Kind eine Außenseiterin, wenn du intellektuelles Material der gängigen Bravo-Literatur vorgezogen hast? Ja, schon. Ich hatte schon auch manchmal Freunde. Aber insgesamt war ich eher eine Außenseiterin. Ich war ja auch eine ganz schlimme Streberin in der Schule. Ja? Ja. Ich habe Abitur mit 1,0 gemacht. Ekelhaft! Und jetzt nicht, weil ich so schlau wäre, sondern weil ich die ganze Zeit gelernt habe. Ja. Nein, das ist was Tolles. Also das ist ja gar nicht ekelhaft. Das ist ja toll, ein Abi mit 1,0 zu haben. Ja, aber ich glaube, es ist auch cool, Freunde zu haben. Tied to you, but never felt so loose. I'm tied to you, like I should be. Ja, so. Und oh, prima. Oh, na. Das war schön. Aber du hast jetzt auch schon angefangen, mich mehr zu loben, ne? Ja. Das macht es einfach mit einem. Ja, total. Dass man so mehr lobt. Man wird ein besserer Mensch. Ja, das glaube ich wirklich. Also, ich muss auch sagen, seit ich mein Pferd habe, habe ich kein Verständnis mehr dafür, wenn reiche Leute Arschlöcher sind. Weil die könnten sich ja auch ein Pferd kaufen. So wie du. Genau. Ja. Und du bist auch kein Arschloch, obwohl du sehr reich bist. Ja, so reich bin ich nicht. Ich habe die Grenze, wo man entscheiden muss, ob man Arschloch sein will oder nicht, noch nicht erreicht. Wenn man natürlich völlig, das stimmt, es gibt so Erfolgstypen, die sind nur deswegen erfolgreich, weil sie gänzlich empathiebefreit sind. Ja, aber da bin ich manchmal echt ein bisschen neidisch drauf. Ja. Weil das so anstrengend ist, wenn man sich immer so Sorgen macht um alle Leute und wie es denen geht. Ich habe immer noch den Helm auf. Aber man fühlt sich doch irgendwie sicherer, oder? Viel sicherer. Das ist wie mit Gummistiefeln. Das ist aber das, es passieren mehr Unfälle, wenn man so Schutzmaßnahmen an seinem Körper dran hat, ne? Also ich habe jetzt auch, ich verspüre das dringende Bedürfnis, einen Köpfer aufs Beton zu machen. Nein, noch nicht. Warte. Genau, warte. 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 Und warte. Friss. Und friss. Na, ich hätte auf meins gehört, nicht auf deins. Ja, das glaube ich auch. Ja. Sie ist schon desertiert und ist jetzt dein Pferd eigentlich. Ist Desertieren auch sowas wie Voltigieren? Wenn man es gut macht. Okay. Oh, guck mal, wie süß das aussieht. Das sieht wirklich süß aus. Und jetzt ist das Pferd wirklich mit dem Diadem und den Rentierohren, Geweih, wirklich, also richtig gedemütigt. Egal, Hauptsache es gibt was zu fressen. Es ist ein bisschen, als würde ich mich selbst streicheln, was ich gelegentlich tue. Weil sonst kann er tun.
Okay, es wird emotional. Helene, vielen herzlichen Dank, dass ich euch beide kennenlernen durfte. Ja, danke, dass du mitgekommen bist. Sehr gerne. Ich finde euch beide super. Und eine von euch beiden finde ich sehr, sehr lustig. Danke. Bleibt gesund, passt gut aufeinander auf und hör auf, das Pferd so zu demütigen. Danke, mach's gut. Ciao. Tschüss. Kann ich jetzt hier trampen irgendwie? Oder ein Rent-a-Horse? Bojack? Hat er jetzt meinen Helm mitgenommen? Abonniert diesen Kanal oder ich fasse jetzt an diesen Stromzaun. Ich mach's wirklich. Abonniert den Kanal. Wollt ihr wirklich, dass ich an diesen Stromzaun fasse? Und dass mich 528 Volt schmerzlich durchfahren? Also abonniert jetzt diesen Kanal. Ha! Verarscht, ist gar kein Strom drauf und ihr habt abonniert. Nicht dem abonnieren, nein, bitte, bitte.